Willkommen zurück zu Aragami. Beim letzten Mal hatten wir, jetzt muss ich mich kurz erinnern, was hat man gemacht? Sind wir durch ein kleines Dörfchen gerannt oder hatten wir den letzten Hauptmann getötet? Ich weiß nicht, eins von beiden war auf jeden Fall zuletzt gewesen. Bin mir halt nur gerade nicht sicher, was es genau war. Aber ich denke mal, das ist nicht so wild. Wir müssen jetzt erstmal schauen. Dort sollte man theoretisch hin. Aber es gibt in beiden Richtungen eine. Ja, wie sage ich denn das jetzt am besten? Es gibt in beiden Richtungen jetzt hier einmal hier vorne irgendwo. Und einmal da hinten eine Schriftrolle, die wir uns gleich mal besorgen. Vorausgesetzt, da kommen wir hin. Sehr schön. Schattentötung. Das ist immer noch die beste, kann ich immer wieder bloß sagen, dass das halt die beste Methode ist, um jemanden zu töten. So. Da drüben. Guck mal da irgendwie hin. Warte mal. Genau, so. Eine unvergangene Fähigkeitspunkt. Verfügbar. Naja. Passt. So, und dahin und wieder hierhin. Da geht es ja nicht weiter. Da brauchen wir ja bloß eine Mauer gewesen. Da hinten ist jetzt noch, glaube ich, irgendetwas. Bin mir aber gerade nicht sicher. Und diese Schriftrolle scheint auf dem Boot zu sein. Weiß nicht, sollte ich ihn so töten? Nein, sollte ich nicht. Okay. Gut zu wissen. Ist halt jetzt bloß die Frage, wie komme ich dahin? Mal hier hin. Ah. Ja, dann nehmen wir dich gleich so mit, Junge. Wenn du uns hier schon über den Weg läufst. Easy. Könnte man dich eigentlich auch gleich so mitnehmen, wenn das natürlich klappen würde. Ach, geht ja gar nicht. Haha. Komm, komm, komm. Das war knapp. Jetzt hat er uns beinahe das Licht wieder erwischt. So. Da oben ist alles voller Kerzenschein. Die Schriftrolle, die wir brauchen, ist da hinten. Ich sehe sie schon blinken. Okay. Wie macht man das am besten? Das ist ein bisschen beschissen hier. Fuck. Ah, da hätten sie uns jetzt beinahe gesehen. Oh, scheint noch alles gut zu sein. Gut. Jetzt haben wir zwei. Weiter geht's in die Richtung da oben. So. Schade, dass man nicht in den Schatten von jemandem kann. Das wäre natürlich auch noch ganz cool gewesen. Abflug. Oh, jetzt so schnell dahin. Bringt noch nicht mal was, okay? So. Mal hierhin, dann da hoch. Ah, da gerade rüber müssten wir. Gehen wir mal hier oben lang, ist vielleicht ein bisschen sicherer.
da gibt es eine Schriftrolle. Guck mal hier oben. Guck mal, wahrscheinlich hin. Wie weit geht das Licht? Okay, sehr weit. Das ist dort drüben. Wie komme ich denn hin? Kann ich da hoch? Tatsächlich geht. Okay. Fuck, 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 fuck. Nein, den habe ich gar nicht gesehen. Das war so richtig mies, die Stelle. Jetzt guckt der gerade noch in unsere Richtung, das ist nicht so doll. Jetzt könnt mal gleich. Ach, schon wieder. Der eine, den wir brauchen, der ist hier genau unter uns. Jetzt können wir. Da ist er. Oh shit, da kommt uns gleich einer. Über den Weg gelaufen. So. Ach, da ist er ja. Die Schriftrolle, die wir brauchen. Ich habe gedacht, wir müssen irgendwie andersrum noch rein, aber okay, wenn es so ist, dann lass mal das mal so stehen. Wie sieht's überhaupt aus? F1. Wir könnten theoretisch noch eine Falle bauen. Das ist immer ein bisschen schwierig, die da reinzulenken. Ich würde höchstens gerne noch so ein KG2 gerne haben. Das ist bestimmt auch sehr, sehr nice. Und Abmarsch. Verschlingen. Sehr schön. Gut. Wir gehen jetzt dann doch mal in die Richtung. Ich möchte mich ja, wie gesagt, nicht zu lange irgendwo aufhalten. Weil das doch zu einem Problem werden könnte. Muss aber halt nicht. So, ich glaube, da genau da drüben. Ist die Frage. Super, jetzt habe ich mich auch richtig geil. Hierhin teleportiert. Knapp. Das war wieder jetzt mehr Glück. Als Verstand. Komm mal hin. So. Ist schon mal gespeichert, das ist schon mal schön. Aber wie kommen wir hier rein? Oh, hier ist noch eine Schriftrolle. Warum nicht? Nehmen wir sie mit, dann haben wir wenigstens für den Kage Plus. So, zurück. Kommen wir da oben irgendwie hin? Da geht's nicht lang. Die werden beide von so einem Vieh beschützt. Wir laden uns aber erstmal auf. Ach gut, sind vollgeladen. Ist ein Bogenschütze? Shit, jetzt könnte es richtig oh, war das knapp.
Oh oh. Oh oh. Hier sind wir schon mal richtig, das ist schön. Da drüben wäre halt noch eine Schriftrolle gewesen. Ich glaube, wir sind ja vollkommen falsch. Ach nö, sogar richtig. Hoffe ich zumindest. Ah, hier. Irgendwas haben wir deaktiviert. Jetzt müssen wir wahrscheinlich unten irgendwie rein. Ich würde gerne aber erstmal den dort töten. Der stört mich gerade ein bisschen am meisten hier. So. Ja, ist halt ein bisschen blöd gelaufen gerade, dass wir entdeckt wurden, ne? Immer noch da unten. Geht es vielleicht noch höher hier? Geht sogar noch höher. Ah, da ist ein Eingang. Ah, cool. Ach, da kommen Erinnerungen auf. Damals hat Hyo uns allen unsere dunklen Dolche gegeben. Die Waffe durften nur die tragen, die für die gefährlichsten, anspruchsvollsten Aufträge der Gilde bereit waren. Ich war an dem Tag so stolz. Diese Jungs neben dir, wer sind sie? Orochi und Ryua. Ich habe mit ihnen zusammengearbeitet. Wir waren eines der besten Teams der Dakudaga-Geschichte. Ich verstehe, du warst tatsächlich jemand ganz anderes, oder? Wer von den beiden stand rechts? Ryuta, warum fragst du? Diese Rüstung. Jedenfalls ist nur noch ein Talisman übrig. Ich kann die Freiheit fast schon riechen. Ist die Frage, ob dir das überhaupt gelingen wird mit uns. Okay, wir haben irgendeinen Bug am Bein. Ah, hier haben wir noch eine Kugel, die müsste man vernichten. Zack. So, theoretisch müsste jetzt da unten, hoppala, das eine Tor, genau. Das Tor ist offen. Kommen wir jetzt hier durch. Verlasse den Bereich. Habe ich doch. Oder muss man da irgendwie rüben? Drüben hin. Ah, okay, geht nicht hoch. Hätte er sein können. Ah, haha. Das interessiert ihn gar nicht, dass wir daneben stehen. War das knapp. Kommt schon so eine Leuchtkugel zu uns. Ja, wie kommt denn der da hoch? Oh fuck. Fuck. Oh, war das knapp. Ich brauche bloß noch ein paar Meter. Und hinter uns ist irgendwo eine Schriftrolle. Shit. Ist egal. Wir müssen weiter. Geht gerade nicht anders. Da ist gerade eine Wache um der Ecke.
Bloß noch ein paar Meter. Ernsthaft? Nice. Wow, war das knapp. Ist egal, zweimal Alarm ausgelöst. Trotzdem sind wir an unserem Zielpunkt jetzt angekommen. Oh, das war jetzt haarscharf. Wollen wir nochmal zurückgehen? Weil theoretisch dürften die doch nicht durchkommen. Findet ihn, ich bin hier. Hey, hier bin ich. Naja, die haben uns auf jeden Fall im Sichtfeld. Wir gehen mal weiter. Müssen uns ja nicht unbedingt so lange hier aufhalten. Vor allem schon gar nicht, wenn diese Typen hier alarmiert sind. Das gefällt mir eh nicht so. Yay! Oh, das war's schon, okay. Nie entdeckt, wurde leider nicht erfüllt, keine Gefangene getötet, auch nicht und alle Bedrohungen auch nicht ausgeschaltet. So, wir haben zwei. Schriftrollen übersehen. Jetzt habe ich es. Ich habe jetzt schon nach dem Wort wieder gesucht. Wachen aufmerksam gemacht. 12 Stück. Das ist beträchtlich, muss ich sagen. Eine gefundene Leiche leider. Das war relativ in der Mitte gewesen, wo die zwei Wachen ausgeschaltet haben und der eine aber auch noch im Raum hinter uns war. Na gut. Dreimal wurden wir entdeckt. Nicht so geil, aber passt schon. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Ist wieder ein wenig kürzer geworden heute, aber ich hatte mir eigentlich immer so vorgenommen, eine Folge, ein Kapitel, sollte es halt mal länger dauern, ist es halt so, dass man ein Kapitel länger dauert. Aber, na gut, würde ich sagen, hier machen wir Schluss und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Aragami wieder. Haut rein. Ciao.